Kolo. Diese Betrugsmasche, die ist seit Jahren bekannt. Und die Betrüger hantieren wirklich mit allen Tricks. Einen schönen guten Abend am Freitag zu Ihrer Lokalzeit. Die Betrüger geben sich am Telefon zum Beispiel als Polizeibeamte aus, rufen vor allem ältere Menschen an und gaukeln zum Beispiel vor, dass bei ihnen eingebrochen werden sollte. Erst vor wenigen Tagen haben Kriminelle mit diesem Trick von einer Seniorin bei Aachen 140.000 Euro erbeutet. An ihm sind sie gescheitert. So, cooles Netzwerk. Wie viele Städte hat auch Bonn ein Taubenproblem. Allein in der Innenstadt haben es sich mehr als 1.000 Tauben gemütlich gemacht. Die vermehren sich munter immer weiter. Ein Grund, dass die Vögel gefüttert werden, teilweise auch aus falsch verstandener Tierliebe. Und wenn es Futter gibt, na klar, lockt das immer mehr Tauben an. Die Folge, überall Taubendreck. Besonders schlimm ist es rund um den Busbahnhof. Und da soll jetzt ein Taubenwagen das Problem lösen. Und auch das gehört zum Kunst- und Kulturprogramm. Die berühmte Kirschblüte in der Bonner Altstadt ist noch ein bisschen hin. Meist kommt die so im April. Aber wir haben auch noch andere Blüher im Angebot. Die Zeiten gibt's bei 12 Grad. Jetzt gleich geht es in die wilden 70er in Nordrhein-Westfalen in Heimatflimmern. Direkt nach der Tagesschau, also 7:45. Und hier geht's jetzt mit der Tagesschau weiter. Einen schönen Abend im WDR-Fernsehen. Und die nächste Lokalzeit aus Bonn. Am Montag, Woche zu. Bis dahin.